Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Vor ein paar Tagen gab es gute Nachrichten, denn die Zahl der neu errichteten Sozialwohnungen in Deutschland ist im letzten Jahr gestiegen. 2016 wurden bundesweit insgesamt 24.550 Sozialwohnungen errichtet. Das sind etwa 10.000 mehr als im Jahr zuvor. Und das ist ein Fakt. Und insofern zeichnet sich schon ein positiver Trend ab, auch wenn wir mehr brauchen, das ist klar. In den letzten Jahren ist in vielen Ballungsgebieten, nicht zuletzt aufgrund der Zuwanderung, die Nachfrage nach Wohnraum sehr gestiegen. Dadurch ist auch der Bedarf an Sozialwohnungen für einkommensschwache Haushalte deutlich gewachsen. Und entsprechend hat eben die Bundesregierung, es wurde schon mehrfach angesprochen, die sogenannten Kompensationsmittel für die Bundesländer in dieser Legislaturperiode stark aufgestockt. Von 2016 bis 2019 wurden sie um insgesamt 3 Milliarden Euro erhöht. 2017 und 2018 stehen jährlich mehr als 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit leistet der Bund einen enormen Beitrag, einen enormen finanziellen Beitrag mit dieser Verdreifachung der Mittel. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen, das ist ein wichtiger finanzieller Beitrag des Bundes, der durch die Länder jetzt auch umgesetzt werden muss. Die Umsetzung liegt seit der Föderalismusreform auf ausdrücklichen Wunsch auch in der Verantwortung der Länder. Einige Länder gehen mit positivem Beispiel voran. Da möchte ich schon Bayern auch erwähnen. Wir wissen aber auch, dass die Gelder nicht von allen Ländern für den sozialen Wohnungsbau, sondern teilweise in der Vergangenheit, zum Beispiel auch in Berlin zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt wurden in der Vergangenheit. Die Länder müssen hier ihrer Verantwortung gerecht werden und die Mittel auch zweckgebunden einsetzen. Im Gegenzug zur Erhöhung der Mittel haben sie sich eigentlich auch politisch dazu verpflichtet. Die Zahlen aus dem letzten Jahr bestätigen zwar, dass die Länder endlich ihrer Verantwortung mehr nachkommen und ein Umdenken stattgefunden hat, aber dieser Trend muss in den kommenden Jahren deutlich fortgesetzt werden, meine Damen und Herren. Die soziale Wohnraumförderung ist ein Teil der Wohnungsbaupolitik. Wir richten unsere Politik an der sozialen Marktwirtschaft aus und nicht an dem Konzept der Planwirtschaft, wie das vielleicht einige in diesem Hause gerne hätten, meine Damen und Herren. Mit staatlicher Wohnraumförderung allein wird es aber eben nicht gelingen, die 1 Million notwendigen Wohnungen bis 2020 zu bauen. Das muss uns allen klar sein. Und wir haben auf der anderen Seite wichtige Weichen gestellt. Neben der deutlichen Aufstockung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau haben wir auch das Wohngeld in dieser Wahlperiode deutlich erhöht. Davon profitieren ca. 78.000 Haushalte, darunter etwa 90.000 Haushalte, die vorher auf Grundsicherung angewiesen waren. Das ist ein wichtiges Signal für die Mieterinnen und Mieter in unserem Land, meine Damen und Herren. Und auch im Mietrecht. Und auch im Mietrecht haben wir angesetzt. Wir haben die Mietpreisbremse eingeführt, aber wir haben die Mietpreisbremse eben so ausgestaltet, dass sie nicht zu einer Investitionsbremse wird. Denn wir brauchen auch die privaten Investitionen im Wohnungsmarkt. Deshalb ist es wichtig, die Rahmenbedingungen insgesamt richtig zu setzen. Denn das beste Mittel gegen Wohnungsknappheit und hohe Mieten ist doch, und das haben wir auch mehrfach erwähnt, auch ich hier im Hohen Haus, bauen, 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 meine Damen und Herren. Und all die Maßnahmen, die ich jetzt aufzählen werde, die sind keine Nebelkerzen, sondern sie tragen eben dazu bei, dass mehr Wohnraum entsteht. Mit der steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus waren wir im letzten Jahr auf einem guten Weg, um den Bau von weiteren Wohnungen anzukurbeln. In den ersten 3 Jahren waren bis zu 35% Abschreibung der Investitionen vorgesehen. Das hätte die Investition in dem Bereich angekurbelt. Doch leider ist dieser Gesetzentwurf auf der Zielgeraden. Trotz der Absenkung der Kappungsgrenze aufgrund der Intervention des Koalitionspartners gescheitert. Dabei wäre die steuerliche Förderung ein starkes Signal für mehr Wohnungsbau gewesen
Und meine Damen und Herren, wir werden hier nicht locker lassen und die steuerliche Förderung auch weiterhin vehement fordern, meine Damen und Herren. Wir müssen aber auch an weiteren Stellschrauben drehen. Das hat die Baukostensenkungskommission im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen herausgearbeitet. Damit mehr investiert wird, müssen auch die Baukosten eben gesenkt werden. Ein Beispiel ist die Energieeffizienz von Gebäuden. Die ENEF ist wichtig zur Erreichung der Klimaziele im Gebäudebereich. Wir müssen dabei aber immer auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Die Anforderungen der ENEF 2016 führen zu Kostensteigerungen. Demgegenüber steht eine geringe Einsparung von Treibhausgasemissionen. Als Klima- und Baupolitikerin sage ich, wir brauchen eine ENEF, die den Belangen des Klimaschutzes effizient und zielgenau Rechnung trägt, aber auch die Notwendigkeit, dass eben Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden muss, im Blick behält. Wir müssen diesen Ausgleich hinbekommen, meine Damen und Herren. Zudem müssen wir bei der energetischen Sanierung von der Fokussierung auf die Gebäudehülle wegkommen. Die Potenziale sind hier weitgehend ausgereizt. Wir brauchen vielmehr ein Gesamtkonzept, das auch die Nutzung der erneuerbaren Energien und den Energieverbrauch generell noch mehr einbezieht. Fehlendes Bauland ist ein weiterer Kostentreiber. Die Bereitstellung von Bauland liegt in der Hand der Kommunen. Mit der kürzlich verabschiedeten Baurechtsnovelle haben wir den Instrumentenkasten der Kommunen erweitert, zum Beispiel durch das urbane Gebiet, um mehr Wohnraum zu schaffen. Das alles sind wichtige Maßnahmen und Instrumente, mit denen wir letztendlich hier an der Stelle vorankommen können. Aber, das habe ich auch schon oft betont, eine einseitige Konzentration auf Mietwohnungen greift zu kurz. Deutschland ist historisch bedingt ein Land der Mieterinnen und Mieter. Aber 80% der Deutschen träumen vom eigenen Heim oder der eigenen Wohnung. Zu Recht, denn Wohneigentum ist die beste Altersvorsorge noch dazu. Hinzu kommt, dass jede Eigentumswohnung und jedes Eigenheim die Wohnungsmärkte entlastet. Derzeit liegt die Eigentumsquote in Deutschland bei etwa 52%. Und da sage ich ganz offen, da ist noch Luft nach oben. Deshalb wollen wir die Rahmenbedingungen so anpassen, dass sich auch Familien und Haushalte mit niedrigen und nur mittleren Einkommen den Traum des Eigenheims erfüllen können. Deshalb wollen wir ein Baukindergeld für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum schaffen. Und wir wollen die Wohnungsbauprämie endlich wieder an die Einkommensgrenzen anpassen. Wir wollen die Einkommensgrenzen hier an der Stelle erhöhen. Das ist dringend notwendig, weil die letzte Anpassung auch sehr weit zurückliegt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Strauß an Maßnahmen mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland schaffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Weisgerber. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Michael Groß.